Hallo ihr Krypto-Begeisterten, herzlich willkommen bei The Crypto Conqueror. In diesem Video berichte ich über meine Erfahrungen mit der Online-Plattform Hawks Invest. Es handelt sich hierbei um ein im United Kingdom registriertes Unternehmen, welches seinen Investoren tägliche Erträge von 3-4% in Aussicht stellt, je nach ausgewähltem Anlageplan. Ja, die Testphase läuft, das heißt, ich bin registriert und investiert und wie mein bisheriges Resümee ausfällt und wie ich das Unternehmen Hawks Invest grundsätzlich einschätze, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn mein Beitrag euch weiterhilft, dann freut mich das. Freuen würde ich mich in diesem Fall wie immer über einen Daumen hoch. Und wenn ihr zukünftig kein Video verpassen möchtet, dann abonniert am besten jetzt gleich meinen Kanal und vor allen Dingen aktiviert die Glocke hier unten rechts. Jetzt beachte bitte noch die wichtigen Hinweise zum Haftungsausschluss und danach geht's direkt los. Die Informationen in diesem Video dienen ausschließlich zu Schulungszwecken und verstehen sich nicht als Aufforderung zur Investition in das vorgestellte Unternehmen. Dieses Video soll keine persönliche Beratung ersetzen. Ihre Investitionsentscheidungen sollten Sie nur nach eigener Recherche treffen und nicht basierend auf den hier erlangten Informationen. Der Verfasser übernimmt ausdrücklich keine Haftung für etwaige finanzielle Verluste, die durch die Umsetzung der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen entstehen. Angaben zu erzielten Erträgen beziehen sich immer auf die Vergangenheit. Zukünftig zu erzielende Erträge können von diesen abweichen. Investitionen auf Online-Plattformen sind mit hohen Risiken verbunden und können zum Totalverlust führen. Investieren Sie daher nur solche Finanzmittel, deren Verlust Ihre Existenz nicht gefährdet. Bitte handeln Sie stets verantwortungsbewusst. Hier meine Themenpunkte in der Übersicht. Ich schaue mir zuerst das Unternehmen an, dann das Anlageangebot, erkläre, wie ich das Unternehmen Hawks Invest einschätze. Dann schaue ich, wie meine Investition läuft und erkläre meine mögliche weitere Strategie. So, was erfahren wir denn über das Unternehmen? Hawks Invest bezeichnet sein Angebot als geniale Anlagemöglichkeit. Mittels einer zuverlässigen und sicheren Anlagetechnologie soll das Einkommen der Investoren schneller wachsen denn je. Laut eigener Aussage hat man sich über die Jahre umfangreiche Kenntnisse erworben, wodurch man in der Lage ist, den Kryptowährungsmarkt auf professionellem Niveau zu studieren und sehr genaue Prognosen zu erstellen. So, hier zu Beginn einige statistische Werte. Hawks Invest ist seit 15 Tagen online. Die Anzahl der Mitglieder beträgt 935. Die Summe der Einzahlungen liegt aktuell bei 51.586 und die Summe der Auszahlungen 38.756. So, auch Hawks Invest ist in United Kingdom registriert als Private Company Limited by Shares und die Company Number lautet 13718. 689. Die zuständige Registrierungsbehörde für England und Wales ist das Companies House. Auf der Hawks Invest Website findet sich im Menü FAQ ein Link, durch welchen man direkt auf der Seite dieser Behörde landet. Die Registrierung ist reell. Die Geschäftsadresse lautet 15 Cheshire Close, London, England. Nun, was erfahren wir über die Personen hinter dem Unternehmen? Auf der Website mal wieder nichts, aber in den Registrierungsdokumenten ist als Company Director eine Person namens Kendrew Gregg angegeben. Wir erfahren, dass er britischer Staatsbürger ist, Jahrgang 1991. Er ist alleiniger Shareholder und als seine Adresse wurde hinterlegt 62 Beresford Road, London, England. So, kommen wir nun zum Anlageangebot. Es stehen drei Investmentpläne zur Auswahl. Diese sehen wie folgt aus. Wir haben einmal hier den Standard mit 3% täglich, dann Medium mit 3,5% und den Professional mit 4% täglich. Beim Standard geht es los ab 10 Euro bis unter 5.000, Medium 5.000 bis unter 15.000 und Professional ab 15.000 Dollar Einlage. Ja, laufen alle 10 Tage, habe ich bereits gesagt, und am Ende der Laufzeit erhält man sein eingesetztes Kapital zurück. Dann die Einzahlungen sind in folgenden Währungen möglich: einmal in Ethereum, in Doge, in Tron, in Dash, in Binance, in Bitcoin, Litecoin, Stellar, Perfect Money, Tether, ERC und TRC.
Ja, vor einer Investition lohnt sich immer ein Blick auf die Mindestauszahlungssummen. Diese findet man wie so häufig im Menü FAQ. Und diese sehen bei Hawks Invest wie folgt aus. Minimumauszahlung ist in Perfect Money bereits ab einem Dollar möglich bei Litecoin, Dogecoin, Dash, Tron, Stellar, BNB, Ripple, Bitcoin Cash 3 Dollar. Bei Bitcoin und Ethereum sind es 15 Dollar und bei USDT, THC und ERC jeweils 10 Dollar. So, wenn man jetzt von der Mindestinvestitionssumme von 10 US-Dollar ausgeht, dann ist es lediglich bei einer Einzahlung in US-Dollar, also mittels Perfect Money, möglich, vor Ablauf der 10 Tage in den Genuss einer Auszahlung zu kommen. Bei den anderen Währungen wäre dies erst zum Ende der Planlaufzeit möglich. Nicht jedoch bei Einsatz von Bitcoin und Ethereum. Hier wäre es bei einer Einzahlung von lediglich 10 US-Dollar nicht möglich, nach Ende der 10 Tage überhaupt eine Auszahlung zu erhalten. Denn 10 Dollar, 3% täglich sind nach 10 Tagen 3 Dollar, in der Summe 13 Dollar, würde also nicht ausreichen. Da macht es eben Sinn, entweder vielleicht 12 Dollar zu investieren oder man müsste halt einen weiten 10-Tages-Zyklus akzeptieren. So, kommen wir nun zu meiner Einschätzung. Handelt es sich bei Hawks Invest um ein seriöses Unternehmen und kann man Hawks Invest vertrauen? Beide Mal lautet meine Antwort aus meiner Sicht eher nicht. Warum? Nun, es sind auch hier die einzelnen Puzzleteilchen, die, wenn man sie aufdeckt und zusammensetzt, kein Bild ergeben, aus dem man Vertrauen schöpfen kann. Wie gesagt, das ist jetzt meine Einschätzung und Interpretation. Andere mögen das ganz anders sehen. Wie sieht es denn mit den Personen aus, die hinter Hawks Invest stehen? Wir wissen, dass laut Registrierungsdokumenten ein Kendrew Gregg als Company Director und Shareholder eingetragen ist. Über diese Dokumente hinaus findet man im Internet keinerlei Hinweise auf einen Kendrew Gregg, der in irgendeiner Verbindung mit dem Unternehmen Hawks Invest steht. Und es lässt sich auch von ihm kein digitaler Fußabdruck nachweisen. Aus den Registrierungsdokumenten haben wir die Adresse von Kendrew Gregg erfahren und dank Google Maps stehen wir vor diesem Haus. Vielleicht nicht unbedingt die feinste Wohngegend für einen Company Director, aber lassen wir das Standesgedüngel mal außen vor. Klingeln können wir mit Hilfe von Google Maps leider noch nicht und ob uns hier tatsächlich ein Kendrew Gregg die Türe öffnen würde, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht haben wir Glück und er ist im Büro anzutreffen. Die Adresse ist uns ja ebenfalls bekannt. Also erneut einsteigen bei Google Maps, los geht die Fahrt. Und enden tut die Fahrt genau hier. Ja, statt Beton, Glas und künstlichem Licht einfach nur eine grüne Wiese. So, ich würde sagen, CO2-neutraler kann man ein Arbeitsumfeld nicht gestalten. Was haben wir noch? Natürlich die offizielle Registrierung, mit der auf den Webseiten immer gerne geworben wird. Ja, dass dies jedoch das Papier nicht wert ist, auf der sie gedruckt ist, wissen wir zu Genüge von anderen Online-Plattformen. Ja, dann handelt es sich auch bei Hawks Invest um eine Company Limited by Shares. Schauen wir uns nochmal an, was es mit der Haftung solcher Unternehmen auf sich hat. Das Ganze sieht bei Hawks Invest folgendermaßen aus. Die Anzahl der Aktienanteile beträgt 100, der Nominalwert liegt bei einem Pfund pro Aktie, macht in der Summe 100 Pfund. Ja, das bedeutet, die Haftung ist begrenzt auf 100 britische Pfund, was knapp 120 Euro entspricht. Ja, summa summarum, deshalb mein Fazit gerichtet an alle interessierten Anleger. Hawks Invest ist eine Hochrisikoplattform. Eine Investition sollte daher nur tätigen, wer sich dieser Tatsache bewusst ist und gewillt ist, einen Totalverlust in Kauf zu nehmen. Grundsätzlich sollte man nur so viel investieren, wie man sich zu verlieren leisten kann und will. So, was kann ich Stand heute von meinem Investment berichten? Dazu wechsle ich jetzt erstmal rüber zur Website von Hawks Invest. Ja, da sind wir schon. Die Website, würde ich sagen, ist sehr übersichtlich gestaltet.
Die wesentlichen Informationen findet man auf einer Seite, zum Beispiel hier die Investitionspläne, dann weiter unten die bereits gezeigte Statistik. Wenn man das Verhältnis zwischen Ein- und Auszahlungen betrachtet, dann sehen wir hier mittlerweile einen Wert von etwa 1,3. An anderer Stelle habe ich darauf hingewiesen, dass es kritisch wird, je mehr sich beide Werte einander annähern. Ja, sollten wir es hier tatsächlich erleben, dass die Summe der Auszahlungen die Summe der Einzahlungen übersteigt. Die nächsten Tage werden es uns zeigen. So, dann klicke ich hier oben auf Account. Dann sind wir in meinem Account und ich klicke gleich mal hier auf Transaction und fahre nach unten an den Anfang. Ja. So, also am 12. November habe ich $50,24 rüber transferiert, habe die dann hier in einen Standardplan investiert. 3% täglich entspricht $1,50 und nachdem rund $10 zusammen waren, habe ich erstmals eine Auszahlung beantragt. Das war dann am 20. November, also vor 3 Tagen. 3 Tage später, sprich gestern, war mein Plan dann vollendet und die $50,24 sind jetzt wieder frei. Ja, bei Hawks Invest selbst war das 5 Tage vorher schon der Fall, also sprich bei den Investoren der ersten Stunde. Und dazu gab es auch in den News hier eine entsprechende Mitteilung, die ich gerne mal kurz vorlese bzw. übersetze. Hawks Invest completes first cycle, ja, also Hawks Invest schließt ersten Zyklus ab. Hallo Investoren, guten Tag. Heute freuen wir uns, die Gewinnauszahlung im ersten Zyklus abzuschließen und sind sehr aufgeregt. Wir haben allen unseren Anlegern, die von Anfang an bei uns investiert haben, fast 30-40% Nettogewinn ausgezahlt. Und das ist nur der Anfang. Wir sind ein starkes Team mit großer Erfahrung und es ist unsere ultimative Leidenschaft, für Sie Gewinne zu erwirtschaften. Viele unzählbare Zyklen warten darauf, abgeschlossen zu werden. Verpassen Sie jetzt also nicht, in diesen Zyklen gute Gewinne zu verdienen. Investieren Sie noch heute. Hören Sie auf zu denken und danke, dass Sie uns das Vertrauen geschenkt haben. Das Ganze stand 18. November. Wir wollen vieles tun, aber eines nicht, nämlich aufhören zu denken. Ja, wie sieht jetzt meine Strategie aus? Grundsätzlich würde ich mir natürlich von jeder dieser Online-Plattformen wünschen, dass es sich um ehrliche und seriöse Unternehmen handelt. Und ich muss sagen, ganz besonders gilt dies für Hawks Invest. Denn niedrige Einstiegssumme, 3% täglicher Ertrag, Planlaufzeit kurze 10 Tage, am Ende gibt es den kompletten Einsatz zurück und vor allen Dingen Auszahlungen gehen pfeilschnell. Denn kaum, dass ich die beantragt hatte, klingelte es hier auch schon in meiner Wallet. So, was will man also mehr? Aber auf der anderen Seite kann ich die Erkenntnisse, die ich durch meine Recherchen gewonnen habe, nicht einfach ignorieren. Insbesondere was die grüne Wiese, also die Firmenadresse anbelangt. Das fand ich natürlich schon bis jetzt so ein absolutes Highlight. Ja. Also ich habe ja, wie gesagt, um die $50 investiert, $15 ist der Ertrag, ich habe es mir noch nicht ganz auszahlen lassen, $10,55, den Rest lasse ich mir natürlich noch auszahlen. So, wenn ich jetzt die $50 reinvestiere, dann beträgt mein Risiko noch $35 und ja, ich habe mich entschlossen, ja, $35, mein Gott, ist ja keine Summe. Ich spiele da noch eine Weile mit, solange es halt läuft und werde deswegen jetzt mir zum einen die, wo steht es denn hier, die $4,76 auszahlen lassen. Das machen wir jetzt gleich. So, also. Und dann $50 reinvestieren hier in Litecoin. Da liegen sie. So, das ist also dann eine Summe von $4,76. Da beantragen wir jetzt eine Auszahlung. So, die Daten, die sieht man hier so schlecht, da muss man so ein bisschen linke Maustaste drücken und drüber fahren.
dann das Ganze bestätigen. So, dann zack. Und schon hat es Bim Bim gemacht und Sie haben gerade 0,0226921 Litecoin erhalten. Also absoluter Knaller, muss ich echt sagen. Schneller kann man es sich gar nicht wünschen. So, jetzt habe ich noch $50 drin. Klicken wir hier auf Standard, dann natürlich auf die Litecoin. Summe $50, Make Deposit, bestätigen, 3% täglich für 10 Tage. Und jetzt sollte ein weiterer Plan auf den Weg gebracht sein. Das sehen wir hier bei Einzahlungen, Deposited. Jo, November 23. 12.31 Uhr, was haben wir? 10.31 Uhr, 2 Stunden Zeitdifferenz. Läuft aus in 9 Tagen und 23 Stunden. Okay, ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, wer sich auf der Website von Hawks Invest weiterführende Informationen holen möchte, findet unterhalb dieses Videos den Link, um sich im Mitgliederbereich zu registrieren. Und natürlich werde ich euch in mindestens einem Video über Hawks Invest auf dem Laufenden halten. Hallo zusammen, schön, dass ihr bisher noch mit dabei seid. Ja, schauen wir mal, wie es mit Hawks Invest weitergeht. Ich bleibe selbstverständlich dran und werde in einem weiteren Video über meine weiteren Erfahrungen mit Hawks Invest berichten. Ja, bis dahin sage ich vielen Dank für euer Interesse. Dankeschön, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video.